Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute eine kleine Inspiration für euch. Und zwar habe ich schon letztes Jahr im Herbst eine Technik angewandt, und zwar die sogenannte Baby-Wipe-Technik. Das ist jetzt nichts Neues, aber vielleicht kennt sie nicht jeder. Und ich habe damit letztes Jahr im Herbst solche Postkarten bestempelt. Und ja, habe jetzt meinen Vorrat an Postkarten wieder aufgefüllt und habe mir überlegt, ja, die Technik kennt wie gesagt vielleicht nicht jeder. Und wollte euch einfach mal zeigen, was es damit auf sich hat und wie die funktioniert. Und gleichzeitig wollte ich euch einfach ein bisschen inspirieren. Zum Beispiel habe ich letztes Jahr bei der lieben Steffi von Papierschorsch gesehen gehabt, dass sie Postkarten bestempelt hat und hatte mir dann auch Postkarten bestellt, weil ich das eigentlich eine sehr, sehr coole Idee finde, was schnell geht und was trotzdem richtig toll aussieht. Und wie ihr seht, ihr könnt sie dann auch einfach ganz schnell und ja, einfach mal, wenn es schnell gehen muss, einfach habt ihr was auf Vorrat da. Und genau, also diese zwei Karten habe ich gemacht. Und wie diese Karte hier entstanden ist, das zeige ich euch jetzt. Meine Kartenrohlinge für die Postkarten habe ich mir beim großen A bestellt. Und da gibt es solche Packages. Ich glaube, da sind 100 Stück drin. Genau, also das sind Blanko-Postkarten, weiß. Und das sind 100 Stück. Ich glaube, es gibt die auch als Kraftpapierversion. Die habe ich allerdings jetzt nicht. Ich habe nur die weißen. Und die sind von ihrem Papier her, ich mache mal eins auf, so, dass man die richtig gut bestempeln kann. Also die haben eine tolle Oberfläche, wo dann eben auch das Gestempelte super hält. Genau. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Und zwar machen wir diese Karte heute zusammen. Und ich habe mir hier schon mal zwei Rohlinge gestempelt mit dem Kreis hier drin, weil das immer ein bisschen braucht, bis das trocken ist. Und da habe ich das Stempelset von Kreativdepot mit Emma Pünktchen verwendet. Das nennt sich Schlichte Grüße 1. Und da habe ich hier diesen Hello-Stempel benutzt, weil ich den sehr, sehr schön finde. Und bei der anderen Karte, also bei dieser hier, hatte ich hier dieses Enjoy and Have Fun benutzt. Und das ist aus der Designlinie Geburtstagsstempel mit Frau Blütenstempel. Halt hier, mit Frau Blütenstempel, genau. Also nur falls ihr quasi wissen wollt, woher die Stempel sind. Und wie gesagt, die zwei Rohlinge hier, die habe ich mir schon gestern gestempelt. Und vom Design her werden wir das aber so stempeln wie hier, weil ich das eigentlich sehr schön finde. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich habe da auch noch mit den Coliros ein bisschen gearbeitet und finde das einfach eine super schöne Karte, wenn es mal etwas schneller gehen muss. Genau, was brauchen wir sonst noch für die Babywipe-Technik? Also im Endeffekt heißt ja Babywipe einfach Babyfeuchttücher. Und ich habe mir die einfach von meinem Sohn gemopst. Und ich habe da tatsächlich diese hier. Die eignen sich auch deshalb sehr gut, weil die halt zu 99,9% aus Wasser bestehen. Ich habe es auch noch mit keinen anderen Tüchern versucht. Ich weiß nicht, was andere Hersteller für eine Zusammensetzung haben. Mit diesen hier funktioniert es auf jeden Fall, weil die halt fast nur aus Wasser bestehen und jetzt nicht besonders viel Öl oder sonstige Inhaltsstoffe haben, was dann den Stempelabdruck eben beeinflussen kann. Genau, dann habe ich hier so einen alten Weihnachtsteller mir genommen, weil wir brauchen quasi hier ein Tuch. Das nehme ich mal hier raus und das falte ich mir jetzt quasi einmal ein bisschen zusammen. Und weil das halt am Ende hier ein bisschen durchsuppen wird, braucht ihr halt irgendwie einen Teller oder irgendeine alte
Platte, wo das nichts ausmacht, wenn die Farbe, die wir jetzt hier gleich drauf geben, unten drunter sich durchdrückt. Genau. Um die Babywipe-Technik anzuwenden, braucht ihr Nachfülltinte. Ich habe hier die von Stampin' Up. Ich habe einmal Grapefruit rausgesucht, dann einmal Hummelgelb, einmal Waldmoos und einmal Flamingo-Rot. Ich wollte es einfach ein bisschen von den Farben heller haben und ein bisschen frühlingshaft. Und das fand ich eigentlich eine schöne Kombi. Also zumindest das Ergebnis, was rauskommt, hatte mir gut gefallen. Und dann habe ich noch für die Blätter hier, also für diese hier, habe ich mir noch die Distress Oxide Farbe Weathered Wood rausgesucht, weil das fand ich einen schönen Kontrast zu diesem erdigen und grün-bräunlichen Erscheinungsbild. Genau, aber ihr könnt auch einfach eure Lieblingsfarben nehmen. Das ist jetzt nur mal meine Idee gewesen von den Farben her. Ihr könnt da jede Nachfülltinte nehmen. Und genau, bevor ich euch zeige, mit welchem Stempelset ich das mache, würde ich euch jetzt schon mal zeigen, wie das mit den Farben funktioniert. Und zwar nehmt ihr euch jetzt die erste Farbe von eurem Nachfüller. Ich fange immer an mit relativ hellen Farben. Ich schüttel mir das dann immer auch ein bisschen, damit das gut durchmischt ist. Und dann tröpfelt ihr euch einfach ganz ja, frei einfach ein bisschen die Farbe hier rein. Und das macht ihr jetzt mit allen Farben, die ihr habt. Also immer vorher gut schütteln. Und dann tröpfelt ihr euch das einfach hier immer dazwischen, damit sich das einfach, ja, damit es ein schönes Bild ergibt. Zack. So. Das sollte reichen. Ich mache das dann immer so, dass ich das hier noch so ein bisschen vertupfe. Genau, und das ist eigentlich schon alles, was ihr da erstmal machen müsst. Und jetzt habe ich mir für die Karten zwei etwas ältere Stempelsets von Stampin' Up! Rausgesucht. Einmal das Kraft der Natur, weil ich da einfach die beiden Blätter sehr, sehr schön finde. Und einmal für alle Zeit, weil mir da die Blumen oder auch diese Blätter hier sehr, sehr gut gefallen. Und genau, ihr könnt natürlich jedes Stempelset benutzen, was ihr dafür benutzen möchtet. Und ich würde sagen, wir starten mal. Ich lege mir das mal hier so ein bisschen zur Seite und nehme hier mal den Kartenrolling. Ich habe hier zwei, weil ich mein Kartenregal, wie gesagt, ein bisschen aufstocken möchte. Und wir starten mit den Blättern. Und dem Distress Oxide. Kann man das auch noch ein bisschen noch zur Seite. Und wir stempeln jetzt einfach mal ganz frei die Blätter ab. Und dann später gehen wir mit der anderen Technik drüber. Ja, genau, ich mache das jetzt hier mal im Schnelldurchlauf und dann sehen wir uns gleich wieder. So, mir würde das mit den Blättern erstmal so reichen, weil sonst sieht das immer so schnell so überladen aus. Und dann geht es jetzt weiter mit der Babywipe-Technik. Und zwar, muss ich hier mal kurz wechseln, nehme ich mir jetzt hier
den Blumenstempeln. Blüten, Blätter, eigentlich sind es Blätter. So, ziehe mir den hier auf den Acrylblock ganz normal. Und jetzt tupfe ich einfach mit dem Stempel einfach hier in diese Farbe rein. Und stempel mir das hier einmal drauf. Seht ihr das? Ich rutsche es ein bisschen vor. Und was dieser Effekt einfach ist, ist, dass sich eben die Farben ineinander vermischen und dadurch einfach so einen ganz eigenen, ja, Farbspiel sich entwickelt. Und das finde ich einfach sehr, sehr cool, weil man ja sonst immer nur mit einer Farbe stempelt. Und so hat man halt in einem Stempelmotiv super viele schöne gemischte Farben. Und deswegen finde ich diese Technik auch ganz cool. Und je nachdem, welche Farben ihr verwendet, ist es natürlich auch intensiver oder nicht so intensiv. Ich mochte halt, wie gesagt, jetzt diesen etwas frühlingshaften Charakter gerne. Und deswegen habe ich mich für die Farben entschieden. Und stempel jetzt hier einfach so ein bisschen so, wie es mir gefällt. Gehe hier immer wieder in diese Farbe rein. Und guck mal, hier hinten noch ein bisschen. Ja, und dann reicht es mir eigentlich fast auch schon. Ich mag das nämlich nicht, wenn das so extrem überladen ist. Das gucke ich gerade mal. Vielleicht da nochmal. So. Genau, und das reicht mir schon. Ne, da oben nochmal. So. Wo war es jetzt? Wo habe ich es jetzt gehabt? So. Doch, da. Und da unten nochmal. So, genau. Und ihr seht schon, also das ist echt super schnell gemacht. Also quasi eine Last-Minute-Karte. Und was ich jetzt noch mache, ist hier einfach ein paar Colliro-Spritzer drauf geben. Dafür decke ich mir hier das so ein bisschen ab, damit da keine Spritzer drauf kommen. Reiße ich mir hier einfach so ein Post-it ab, klebt es hier so ein bisschen drauf und stelle das mal hier kurz zur Seite. Und dann nehme ich hier meine Colliros und da habe ich für meine Farbkombination mir hier ganz neu das Rosé Gold bei Kreativdepot bestellt und finde, das ist eine super schöne Farbe. Und dann habe ich hier einmal meinen Fächerpinsel. Gehe hier ein bisschen in Wasser rein und mache das hier so ein bisschen nass, damit die Pigmente sich quasi lösen. Und dann einfach ganz zart. Das Schöne ist nämlich an diesem Fächerpinsel, der macht die Punkte richtig schön zart und nicht so groß und klobig. Und verteilt sie auch ein bisschen besser. Außer ich habe hier zu viel drauf. Und dann war es das auch schon. Das wieder abziehen. Und dann wäre das mein Ergebnis. Da hat dann mein Handy mal kurz den Geist aufgegeben. Soll vorkommen. Man sollte vielleicht auch vorher mal sein Handy aufladen oder den Stecker reinmachen, damit es während des Films laden kann. Naja, auf jeden Fall ja, ist das die fertige Karte.
Und ja, ihr habt gesehen, es ist wirklich super schnell gemacht. Es ist kein Hexenwerk. Und ich hoffe, die Inspiration und die Idee hat euch gefallen. Und vielleicht hat der ein oder andere die Technik noch nicht gekannt und hat jetzt auch mal Lust, die nachzumachen. Und ja, das war heute ein schnelles, kurzes Video. Und dann sage ich einfach mal Tschüss, habt eine schöne Zeit und wir hören uns. Macht gut!